Thema war Bewertungsergebnis. Also wie gesagt, man macht das nicht nur auf einer Website, aber wir aus Zeitgründen. Also Walter Flinks 9,4 und dann gleich die Nummer 2 eigentlich hier von der Bewertungsskala. Das ist doch super. Ja? Das beste 4-Sterne-Stadthotel würde ich Fritz das beste 4-Sterne-Hotel würde ich Fritz Erling schreiben. Ja? Also, Bewertung sind wir gut positioniert. Jetzt vom Preis her, jetzt müssen wir gucken. Wir haben hier, wenn wir den da angucken, haben wir 0,1 Differenz. Und vom Preis her, 140 und 160, vom Preis her 100 Franken. Auf den hier haben wir 0,3 und 120 Franken. Also ein bisschen weniger, 116 wäre es. Ja? Dann guckt man den hier oben an. 8,5. Das war 385, das sind 105, ja, nehmen wir 115 gerundet und 8,5 wäre auch 0,3 schlechter. Jetzt nehmen wir den und sagen, okay, wir haben hier 0,9 schlechter und 100, da nehmen wir es auf 170, dann noch 50, 230, 240, sowas ungefähr. Vom Preis her höher als wir. Kurzer, aber wichtiger Input. Wir schieben jetzt mal alles zur Seite, was Zimmerkategorien, Verfügbarkeit in der Zeit und andere Angebote angeht und würden uns so mal das angucken und sagen, für zwei Personen in diesem Häuser, dass die Mitbewerber sind und dass wir sind, ist das und das der Preisunterschied. Und jetzt geht man hin und sagt, okay, wenn ich davon ausgehen würde, was ist so ein Punktwert, dann müsste ich hier eigentlich den Punktwert, also den Frankendifferenz teilen durch die Punktedifferenz. Und das mache ich bei allen und dann komme ich auf ungefähr den Schnittwert. Also in dem Bild war jetzt, das ist halt nur bei Beispielen, nicht wirklich gut durchrechenbar, weil wir haben alle schlechter bewertet und wir haben die Hälfte günstiger und die Hälfte teurer. Das heißt, im Mittel würde wahrscheinlich so rauskommen, dass wir gut positioniert sind. Ist durch die Verteilung etwas schwierig. Ich hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr verteilt sind, dann wäre es leichter zu rechnen gewesen. Wenn sowas rauskommt, nimmt man sich nochmal andere Daten, guckt drüber. Trotzdem, warum macht ihr hier keine Mittelwerte? Kennt ihr, wenn man diesen alten Statistikerwitz, Statistiker trinkt in einem Bach mit Durchschnittstiefe von 50 cm? Ne? Das ist ein Cartoon, eigentlich, das sieht so aus. Das ist der Bach. Das ist der Statistiker. Und dann steht hier noch so ein Schild und sagt Durchschnitt 0,5 Meter tief. Ja. Man muss einfach aufpassen, die Extreme in beide Richtungen verteilt machen den Mittelwert wieder nicht aussagekräftig. Ja. Deshalb ist hier ein Mittelwert kurz rein. Ja. Deshalb normalerweise würde man Mittelwerte rechnen, aber jetzt geht es nicht bei der Verteilung. Aber was können wir trotzdem sagen? Wir können mal was wäre wenn spielen. Was wäre zum Beispiel, wenn wir nicht für 268 verkaufen würden, sondern für 299? Hier. Da gibt es immer zwei Fragen, die wir uns stellen. Erstens, verändert sich die Positionierung? Antwort? Nö. Die sind immer noch deutlich günstiger, die sind immer noch deutlich teurer. Zweite Sache, verändert sich die Preiswahrnehmung. Sieht der Preis deutlich anders aus?
Hier vielleicht noch zwei andere Beispiele dazu. Also hier sollen wir uns innerhalb der hunderte Schritt bewegen, zwischen 268 und 299. Ist der empfundene Unterschied, das wissen wir aus der Kundenwahrnehmung, nicht so groß, wie wenn wir einen Fakten draufschlagen und vorne in den 3 steht. Gleichzeitig sind die beiden bei 100 positioniert, das heißt, um deren wahrgenommene Nähe zurück, müssten wir auf 199 runter. Sind alle noch bei mir? Und jetzt kommt eben das Spannende an dieser ganzen Geschichte, wie das so aussieht. Habe ich die Möglichkeit, in dem Fall hier die Rate einzuziehen. Beide Positionierungen bleiben genauso wie jetzt. Ich habe die Möglichkeit, meine Rate gewaltig anzuziehen, mit der Aussage, ich bin ja der Beste, dann kann ich auch am meisten verlangen. Und ich habe ein drittes Szenario, mit der Rate zumindest so weit runter, dass ich die gleichen 100er vorne habe, also 199 runter, damit ich meine Positionierung gegenüber dem hier verbessere. Im Moment habe ich eine bessere Positionierung, Preis-Leistung als ich. Und jetzt, das Gute an diesem Positionierungstrick, wir haben drei Möglichkeiten. Und jetzt können wir durchrechnen. Wenn wir unseren Preis um 70 Stutz senken, können wir die zwei angreifen. Dann würde man durchrechnen, wie viel mehr Volumen müssen wir machen, um diese schlechtere Average Rate zu kompensieren. Die Hoteliers aus dem Bauch raus, eine Rate von 270 auf 199 runter, würde man das eher machen oder eher nicht machen? Eher nein. Eher nein, ganz klar ist eher nein, weil diese 70 hier, so viel mehr Volumen kann ich gar nicht reinholen, dass ich das rausholen. Zweite Möglichkeit, von 270 hoch auf 420 zum Beispiel. Wenn ich das kann und mit der gleichen Positionierung mache, ist das selbstverständlich. Also wird er hier etwas enger. Ja, dann gehe ich auch. Ja, also ich würde. Also man kann es probieren. Und dann kommt aber der dritte Case von 270 auf 299 hoch, wenn sich sonst die anderen so deutlich verteilt sind. Ohne zu rechnen, aus dem Bauch raus, wäre das was, was man probieren würde. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also hier hole ich nochmal, was sind das? Das sind 30 Franken. Fast 10% Average Rate rein. Man kann das runterrechnen, 1% Average Rate Steigerung macht auf dem GOP, also 1% Average Rate macht ungefähr 10% GOP aus, ab einer Größenordnung, wo ich mit einem normalen Umsatz operiere. Das sieht anders aus, wenn ich Verluste schreibe, 0 oder der GOP, also der GOP negativ, 0 oder irgendwas ist, das ist schwieriger. Aber bei einem normalen, realistischen, gemittelten GOP ist 1% Average Rate ungefähr 10 bis 11% GOP. Das heißt, wenn ich hier 10% rausholen könnte, das wäre jetzt so ein Ding, wo man sagt, also diesen Schritt hier ohne zu rechnen, ohne Risiko, den würde man wahrscheinlich sofort machen. Diesen Schritt hier oben, den würde man probieren, die müsste sich aber überlegen und ganz genau gucken, was passiert. Man würde hier dann genauso wie man hier gegenrechnet, wie viel mehr Volumen braucht, sagt man hier, wie viel weniger Volumen kann ich verkraften und bin immer noch genauso gut wie jetzt. Und das ist hier fast das Doppelte, also das ist eine sehr, sehr positive Rechnung. Man kann hier wirklich, also wenn man die Rate so weit hochsetzt, geht dann ein anderes. Vielleicht für die Studierenden, die nicht im Revenue Management waren bis jetzt. Also, wenn ich einen Verkaufspreis habe für 100, für die Direktoren, von den 100 Franken, die ich verkaufe, wie viel bleibt denn ungefähr übrig? Wenn ich gut gearbeitet habe, 13. 13? GOP-Basis. Ja, okay. Also, nehmen wir hier 13, nehmen wir jede Zahl. Und jetzt gehe ich hin, gehe von den 100 auf die 110 hoch. Das wären diese 10%, die wir vorher hatten. Was passiert mit meinen Kosten? Die bleiben gleich. Also komme ich hier nicht ganz auf die 23, weil ich, wenn ich Kommission noch mit einrechne, die gehen dann auch ein bisschen hoch, aber ich gehe wahrscheinlich irgendwo auf 20, 21 hoch. Das heißt, ich hätte hier ein extremes Wachstum mit überschaubarem hier oben. Das sagt man, das ist der Hebeleffekt von Pricing. Weil die Wirkung von den kleinen Änderungen hier oben auch eine große Auswirkung hier unten hat. Was man dann immer ausrechnet, wenn ich jetzt hochgehe auf diese 420,
was passiert hier unten. Und dann rechnet man, wie viele Zimmer habe ich im Vorkasten zu dem Preis, was macht das für ein GeoGebiet als Summe. Was wäre mein GeoGebiet oder was wäre mein Ergebnis pro Zimmer bei dem anderen und wie viele Zimmer müsste ich verkaufen, dass ich auf die gleichen GeoGebiet kommt und die Differenz zwischen beiden ist das Volumen, was ich verlieren kann in dem Szenario. Und da müsste man dann gucken, wir lassen mal weg, dass die noch im Restaurant konsumieren, den Spa-Bereich völkern und das leere Hotel irgendwie sich nicht gut anfühlt. Aber man würde es durchrechnen. Der Fall nach unten würde man wahrscheinlich nicht machen, weil man sehr viel mehr Volumen braucht. Der Fall nach oben würde man mit ordentlich Mut mal probieren und mal testen. Aber den kleinen Schritt hier in der Mitte, den würde man wahrscheinlich sofort umsetzen. Oder andersrum, wenn du abends nach Hause fährst, knallt auch die Preise auf 290 Euro. Also ganz wichtig, wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also wir verändern es und dann gucken wir, werden wir noch gebucht, werden wir nicht mehr gebucht. Der Pickup, also der Geschäftszuwachs, wenn ich jetzt die Preise erhöhe, stürzt der mir ab oder bleibt er einigermaßen stabil? Also solche Sachen, das muss man probieren, das weiß man vorher nicht. Aber von der Positionierung her, Achtung, bevor du es tust, schau vielleicht noch bei anderen Portalen und so weiter. Ne? Aber wenn das gedacht wäre, wäre das ein kleiner Schritt, den wir uns sofort umsetzen. Und jetzt passieren eben zwei Sachen. Jetzt passieren eben zwei spannende Sachen. Also, das war die Ausgangslage. Erstens, ich gucke an der Ausgangslage, was sich ändern kann. Und jetzt kommt die zweite Geschichte, immer auf die Ausgangslage. Wenn ich sage, ich kann hier was am Preis ändern, nur dass die Positionierung schlechter wird, dann weiß ich, ich kann auf den Preis spielen, das kann ich jederzeit beeinflussen, da habe ich 100% Kontrolle drauf. Ja? Das werde ich jederzeit machen können. Ich habe keine Kontrolle, wie die Mitbewerber darauf reagieren, aber ich kann den Preis schnell verändern. Jetzt gibt es aber noch den anderen Fall, dass ich sagen kann, okay, um meine Positionierung zu verbessern, gehe ich gezielt hin und arbeite daran, dass die Bewertungen besser werden. Das ist der Fall hier. Sehen wir jetzt mal diese Verkleidung von hier oben. Ist von einem anderen Skiort, nicht Lachs, aber sind, die Namen sind auch geändert, aber es sind realistische Hotels. Wenn ich hier die Bewertung verbessere, hier die Bewertung besser mache, habe ich eine Möglichkeit, wieder die Rate anzuheben. Und vielleicht liegt es daran, dass ich persönlich ein visueller Typ bin. Ich sehe es am besten in solchen Spielchen, indem ich einfach wirklich auf PowerPoint oder auf dem Flipchart dieses Hotel verschiebe und mir angucke. Also hier ist keine schlaue Form, der wirklich einfach grafisch angucke, wie weit kann ich hochrutschen in diesem Hotel, dass sich an dieser grünen Positionierungslinie nichts verändert. Ja, also das kann man grafisch ausdrücken, man kann es auch durchrechnen, aber ich finde es so viel einfacher. Ja. Die zweite Sache ist, also wenn ich die Bewertung besser will, kann ich die Rate steigern. Jetzt ist die spannende Frage, wie werden meine Bewertungen besser? Drei, also wichtig ist ja bei diesen Workshops immer auch, dass was rauskommt, mit dem was machen können, außer dass du deine Rate umsetzen willst. Vielleicht, nächste Woche. Nein? Bei mir, also ich muss Lichttickets liefern. Ja? Und deshalb ist die Rate das zweitrangig bei uns. Dann müsstest du aber auf 199 runter. Ja, dann wirst du mehr Lifttickets liefern. Wahrscheinlich werde ich eher das machen. Echt? Warum? Ich erinnere mich bei mir daran, dass ich nie bei dir Hotelrechnung werde und dann auf Betriebsergebnis festgenagelt werde, wenn ich in Wirklichkeit nur einen Strohmann bin, um Lifttickets zu verkaufen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Dann ist dieser Spiegel wirklich in die andere Richtung, wobei dann würde man hingehen natürlich auf den kombinierten Kauf mit Hotel plus Schiebetickets wieder an. Kommen wir nochmal kurz hier, was kann ich machen? Drei Sachen konkret über den Tag, um die Bewertung zu verbessern. Irgendwelche Ideen? Um einen vorwegzugreifen, selber Bewertungen schreiben, no go. Ja, ich kann die Bewertung anschauen, die ich bekommen habe und dass das nicht gut ist, verbessern. Okay, erstens reagieren auf die, die wir haben. Das ist okay, das nehmen wir mal auf. Und dann schmeiße ich eine andere von meinen drei Sachen. Also,
reagiert übrigens sowohl auf positive wie auch auf negative. Einfach zeigen, dass sie, bei diesen Facebook-Gruppen haben wir es gesehen, wenn jemand erreichbar ist, schreibt, dann schreiben die zurück, so, oh, super, 40 Jahre, ganz toll. Wenn jemand uns auf TripAdvisor schreibt, ist es nichts anderes. Oder auf Holiday Check, dann wollen wir auch zurückschreiben. Sagen, hey, vielen Dank, hat es gefreut, dann kommen Sie wieder. Ja? Super, danke, da habe ich mal mitgedacht. Woran merke ich, dass der Gast zufrieden war? Oder wann merke ich das? Genau, beim Checkout. Hat es Ihnen bei uns gefallen, Frau Sutter? Ja. Frau Sutter, wir sind jetzt ganz toll. Sie haben die ganze Zeit mit Frau Sutter noch zweimal nach dem Wireless-LAN-Code gefragt, hat weiß ich, dass sie einen Laptop besitzt. Frau Sutter, das ist super mehr. Wenn Sie das vielleicht jetzt noch bei TripAdvisor schreiben könnten. Dann hört es auch mein Chef, das wäre super. Hier ist übrigens das Kärtchen mit dem Link zu TripAdvisor. Ja? Die stellen bis TripAdvisor Holiday Check stellen mittlerweile so gratis Visitenkarten zur Verfügung. Bisschen schlauer finde ich persönlich, wenn man was macht im CI vom Hotel, wenn der Gast schon bei mir ist. Da will ich nicht TripAdvisor-Logo bewerten, sondern irgendwas von mir drauf. Vorne danke für Ihre Rating bei TripAdvisor. Auf der Rückseite als kleines Dankeschön. Beim nächsten Mal direkt bei uns buchen. Und Upgrade von Availability, gratis Welcome Cocktail, Skifahren mit dem Chef, 10%, irgendwie sowas. Ja? Aber gleich auf den richtigen Fuß gemacht. Also statt Kommission, dann irgendwas anderes da machen. Also beim Checkout, was mache ich mit Frau Sutter? Sagt nein. Also ich hätte eigentlich schon mehr erwartet. Also was ist die Probleme? Genau. Frau Sutter zur Seite nehmen, den Chef rufen, den Schiffdealer, er soll das Problem mit Frau Sutter lösen, aber natürlich nicht sagen, oh, wenn sie nicht gefallen hat, Sie können das gerne auch bei TripAdvisor posten. Und jetzt kommt das Spannende. Alleine dadurch, dass man aktiv fragt, das muss nicht aufdringlich sein, man kann da so Standardsätze machen. Die meisten, wenn es charmant gemacht wird, empfinden das die Gäste auch nicht als an. Allein, dass sich jeder sagt, es hat mir gut gefallen, sagt, Mensch, super toll. Übrigens, wir sind momentan gerade auch, das wäre ganz, also allein jede Rezeptionistin, die das irgendeinem Herrn mit einem charmanten Lächeln rübergibt, das wäre ganz lieb, wenn es vielleicht doch Zeit haben, das 2 Sekunden da auch noch zu posten, dann sieht es mein Chef auch. Sie kriegen deutlich mehr Rücklauf und sie filtern von Anfang an mehr Rücklauf, wie er vorher gesagt hat, erst mit den Fans arbeiten, von Leuten, die positiv eingestellt sind gegen ihr Produkt. Und es ist legal und es ist das Allereinfachste. Dritter Punkt. Wir wissen, also, check out. Am Checkout motivieren beim Glücklichen. Dritter Punkt. Wir wissen, dass auf gewissen Buchungsportalen es ganz wichtig ist, nicht nur, wie die Kollegin heute Morgen gesagt hat, dass man bei Google ganz oben ist, sondern je weiter man vorne ist auf der Liste, ist auch wichtig bei Booking, bei HRS, bei Expedia, bei Venerable, bei STC und so weiter. Und bei den meisten von diesen Buchungsportalen, zumindest bei denen, die auch ein Rating anbieten, wird das Rating mit reingerechnet. Also je besser die Bewertungen sind bei Booking.com, desto weiter rutschen sie auch auf der Liste hoch. Auch wenn sie auf dem gleichen Kommissionssatz noch sind. Und in den meisten Schweizer Destinationen, Zürich, Genf, weglassen, Basel, dann haben wir nicht so viele Preferred Partner und Override Commissions. Wir sind nicht Prag, Gott sei Dank. Diese ganzen Schreckensszenarien mit 40% Kommission und so, das sind Stories, die gehören am Stammtisch. Ja? Also, aber dort mit besseren Bewertungen rutsche ich nach oben. Und wir wissen, wenn ich nach oben rutsche, kriege ich mehr Buchungen. Und wenn ich mehr Buchungen kriege, rutsche ich noch weiter nach oben, weil die Conversion wieder besser wird. Ja? Also auch wenn ich weiß, da kommen Booking.com Gäste. Früher hat man die ganze Zeit, ich habe übrigens auch vertreten, gesagt, der Erste, der das Haus verlassen muss, ist der HRS. Exklusivpreis buchende eine Nacht, das ist der erste, den ich rauswalke, wenn ich das Zimmer für 2 Nächte verkaufen kann. Mittlerweile, wenn das Hotel, und da haben wir gesagt, okay, wenn jemand das Internet bucht, dann die Standardzimmer, damit die auch merken, dass die nicht so behandelt werden wie bei uns. Ach, und seit die Bewertungen auf diesem Online-Portal sind, sage ich das nicht mehr, und viele Kollegen auch nicht mehr. Wenn das Haus zur Hälfte leer ist, macht es einen Sinn, macht es durchaus Sinn, wenn ich meine Bewertungen pushen will auf diesem Portal, dass ich auf der Anreiseliste sehe, aha, Sie sind die Frau. Frau Rameni. Dann sehe ich, okay, cool, sie hat gebucht über booking.com. Die Frau Rameni, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Sie bekommen ein Upgrade in ein Bürozimmer. Da sind Sie schon mal
Das ist unerträglich. Das ist genauso, gehört genauso zur Story dazu, wie dass Sie beim Schuhfahrer, wenn Sie mit Klamotten da haben sind und Sie probieren irgendwas an, machen Sie es mal, ziehen Sie irgendwas an, was wirklich ganz furchtbar aussieht und nicht zusammenpasst. So wieder Krawatte, grünes Hemd, gelbe Hose. Ja? Was sagt die Verkäuferin? Also, das kann ich tragen. Also, genauso gehen wir hin, das Wort Upgrade freut Gäste. Dann machen wir sie glücklich. Warum machen wir sie glücklich? Weil wir wissen, wenn sie glücklich ist und das bei HS postet, sind wir auch glücklich. Wir rutschen nach oben. Natürlich nicht, wenn wir von ausverkauft sind. Die Zimmer, die wir nicht verkaufen können. Aber wenn ich sowieso einen Teil der Gäste upgraden muss, ist mittlerweile paradoxerweise, fängt man an, gezielt auch die Gäste im Buchungsportal, auf den Bewertungen abgefahren werden, ein bisschen zu pampern. Funktioniert das? Ja. Ein Beispiel, das ich Ihnen sagen darf, aus meinem früheren Leben, der Schwarzhof Zürich, kennt ihr den? Bahnhofstraße, da rechts. Coolste Location, Sie können gar nichts falsch machen mit so einer Location, Sie werden immer Geld verdienen. Ja? Wenn Zürich nicht flach bombardiert wird, läuft das nicht. Auf alle Fälle. Also abgesehen davon, dass auch ein tolles Hotel ist, nettes Team, Follower, super Direktor. Stadion, der netteste Metro-Hotel, das habe ich hiermit gesagt, aber an der Location läuft es immer. Und wir haben dort angefangen mit TripAdvisor zu arbeiten, bevor es alle anderen gemacht haben. Ich will nichts dazu sagen, gehen Sie heute noch hin und gucken Sie, wo der Schweizer Hof auf dem TripAdvisor-Ratings ist. Wir waren lange Zeit die Nummer 1, jetzt nicht mehr immer, aber wir sind ganz vorne dabei. Und zwar bei allen Portalen. Aber nicht, weil wir gesagt haben, okay, die Bewertungen, da passiert nichts, corrigiere la fortune, sagt man, glaube ich, in der Schweiz. Man muss so dem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen, dann hat man auch mehr davon. Ja? Also, Bewertung besser machen, dritter Punkt hier. Pamper Online-Gäste. Achtung, wenn dort auch eine Bewertungsmöglichkeit ist. Wenn ihr über ein Portal gebucht habt, wo es keine Bewertungsmöglichkeit gibt, gibt es keinen Grund, den irgendwann extra loszulassen. Dann lieber den Stammgast und die ganzen anderen. Aber wenn ich dort Bewertungen habe, dann gucken Sie, dass die Gäste happy sind. Und jetzt gibt es noch eine zweite Sache. Wenn ich mit dem Preis arbeiten kann, kann ich auch hingehen und ich habe es, sieht sich so ganz, das ist ja rot, weil es tut mir eigentlich weh, der Preis wird gesenkt. Wenn ich den Preis senke für das Hotel, werden automatisch die Gäste bei gleicher Leistung glücklicher. Weil, habe ich jetzt mal deutsche Pauschaltouristen gehört? Alles gefällt mir, bin ich als Deutscher, bin ich Deutscher. Noch 6 Monate und ich habe den Schweizer Pass und dann kann ich das richtig machen. Also, alle Fälle, wenn diese Gäste kommen, wenn die billiger bezahlen, dann nimmt auch die Erwartung ab. Achtung, es gibt deutsche Segmente, man nennt die Schnäppchenjäger. Dann nimmt auch bei billigen Preisen die Erwartungshaltung garantiert nicht an. Aber grundsätzlich ist ja Folgendes. Der Gast vergleicht Preis und Leistung. Und man sagt, wenn ich mehr bezahle, als ich glaube, dass ich als Wert, als Leistung kriege, dann stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Wenn ich jetzt aber hingehe und die Leistung nicht verändern kann, nehmen wir an, Sie haben ein Hotel übernommen, was ein absoluter Sanierungsfall ist. Sie haben kein Geld zum Investieren. Sie haben alte Zimmer. Sie haben eine hässliche Lobby. Sie haben kein freies Wireless und Sie haben auch keine Flat-Screens und sonstiges Zeugs. Sie haben einfach den Betrieb, so wie er ist. Und Sie haben die Mitarbeiter, die da drin sind. Und die sind nicht freundlich, die sprechen kein Deutsch und. Dann können Sie die Leistung nicht verändern. Zumindest nicht kurzfristig. Und dann können Sie aber den Preis nach unten nehmen. Und wenn Sie mit dem Preis nach unten gehen, kommen Sie irgendwann an den Punkt, dass die Leute sagen, okay, es ist nicht das Ritz, aber das Geld stimmt für mich. Das heißt, vergessen Sie alles, was Sie bei mir im Revenue Management gelernt haben. Mal kurz nur auf die Bewertungen hin, wenn ich eine Zeit lang den Preis gezielt senke, kann ich auch darüber wieder das Preis-Leistungsempfinden der Gäste beeinflussen. In Klammern, der Preis ist eines der stärksten Positionierungselemente, die wir auch haben. Darum sollte man ein bisschen sorgfältiger dann umgehen manchmal. Zum Beispiel keine so 68er Preise machen. Ja, 69, 79. Ich gucke, wo die Preisschwänze sind. Geht dann links da nie ran. Also wenn ich die Rate senke und die Erwartungshaltung abnimmt, dann werden die Bewertungen viel besser.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen. Ich kann los. Sind Sie noch bei mir? Ha? Sind Sie noch wach? Okay, bin ich beruhigt. Ich bin besorgt, als Student bin ich ab und zu mal kurz eingenickt in meiner Hotelbarschlussleiter. Weil ich so müde war und so. Und sitzen musste. Wir reisen ins wunderschöne Luzern. So. Und jetzt, wir kriegen es nochmal. Gucken Sie sich das mal an. Läuft das ein? Wir haben hier Folgendes. Wir haben das Adico Hotel Montana. Kennst du Montana? Ja. Überraschungslich. Die sind ja immer so aktiv. Der Fritz Ernie ist ja wirklich immer so innovativ überall drin. Okay, das ist so. Platz 2? Liebes? Platz 3? Die Hotel? Moment. Montana? Die Hotel? Ibis? Und plötzlich Sheraton. Was stellen Sie fest? Schauen Sie mal genau auf diese Liste. Schauen Sie mal auf die Liste. Oder andersrum gefragt. Ist das Ibis von der Bewertung her besser als das die Rote? Aber es ist oben drauf aufgeführt auf TripAdvisor. Achtung, TripAdvisor mit Bonusbombe. Wir müssen ein bisschen anders suchen. Wir gehen hier rein. Und wir gehen jetzt auf diese Liste. Sortieren nach Gesamtwertung. Adico Hotel Montana, die Hotel, Seville Hermitage, Hotel Libanos, Renaissance Hotel, Hallas, Schweizer Hof, Stopp. Okay, Pilatus Blue, Hotel Blue, Hotel National, Madison Blue, Monopol, Tütter Hof, Kaskade. Ja. Wir gehen da durch und wir stellen fest, diese Bewertungsrankings. Zumindest Pilatus Kurs ein bisschen so. Diese Bewertungsrankings laufen nicht nach Stern, laufen nicht nach Gesamtbild, sondern laufen danach, wie die Gäste das Ganze gerankt haben. Übrigens, das ist noch, hat jemand von Ihnen dieses TripAdvisor, Top Hotels, Zertifikat und so weiter? Ja? Holiday Check versteht auch immer so wieder, wenn Sie bei den ersten 10 dabei sind in der Destination oder bei den ersten 10 zufriedensten Hotels, sonst irgendwo. Die sind doch drin. Und wir hatten hier eine Zeit lang, ich bin jetzt gerade enttäuscht, dass ich nicht mehr auftaucht. Wir hatten eine Zeit lang im Tourist-Hotel. Kennen Sie das? Tourist-Hotel ist ein Backpacker, der 2 Etagen renoviert und auf 3 Sternen stand. Tourist-Hotel war alles gerockt, was die Bewertungen angeht, lange Zeit, obwohl es ein Backpacker ist. Weil die Leute so wenig bezahlt haben, dass sie sehr positiv überrascht waren, dass sie in den Zimmer wieder gefunden haben. Ja, das war ich gerade nicht, aber wir sehen auch hier, das Adico Hotel Montana hat Zimmer, da wären Sie nicht happy. Die sind weder Adeco noch Montana, die sind einfach alt und klein. Das sind die Zimmer, die man als Dozent der Hotelfachschule bekommt, wenn man für 100 Franken da liegt. Ja? Die finden Sie nicht auf den Bildern. Können Sie vergessen, da sehen Sie, wie Spaß gibt. So, aber die Mehrheit des Montana ist gezielt dran, sammelt seit Jahren diese Bewertung ein auf alle Anklassen. Was haben die noch? Auf der Webseite kann man direkt auch schon bewerten, sind die Bewertungsportale angesagt, die tun was dafür. Und drum sind die oben. Die Hotel ist eine kleine Überraschung für mich, die sind vielleicht aufgemacht. Die anderen, die hier sind, Hermitage, Debalance, Renaissance, also Renaissance wieder Cali, aber auch Palace, Schweizerhof, die haben alle auf ihrer Webseite den Link zurück. Und wenn Sie reingucken, die sind alle ungefähr gleich bewertet nach dieser Skala. Die haben aber einen großen Unterschied drin. Ganz spannende Sache. Die Gäste glauben gar nicht so sehr der Qualität der Bewertung. Tolle Hotel, Frühstück, lecker. Können Sie da reinschreiben, tolle Punktzahl geben. Die glauben, wer mehr bewertet, die Anzahl, die Quantität dieser Bewertung spielt eine große Rolle. Es gibt dazu Studien, auch nicht nur Hotels, sondern auch Kinokarten verkaufen, Kino-Ratings.
Je mehr Bewertungen Sie haben, desto besser werden Sie wahrgenommen vom Gast. Zweite Erkenntnis, ich habe jetzt ein bisschen die Zeit, jetzt detailliert einzugehen, der Gast glaubt nicht diesen mittelmäßigen Bewertungen. Der Gast orientiert sich nur an zwei Sachen, Bewertungen, ganz gut oder ganz schlecht. Alles war so, okay, nettes Hotel, schön, freundliches Personal, interessiert ihn nicht. Furchtbar, grausamer Kakerlaken im Bad, da kommt der Baum, ja. Super, der beste Platz überhaupt, wir kommen immer wieder, wir wollten gar nicht abreisen, da guckt er drauf. Ja. Also wenn Sie Bewertungen anschauen, probieren Sie, so viel wie möglich zu kriegen und nicht nur gute, sondern extrem gute zu bekommen. Aber erste Disziplin, so viel wie möglich einsammeln. Und dafür müssen Sie was tun. Warum? Weil die ganzen anderen tun auch was dafür. Wenn bei Ihnen im Ort keiner was dafür macht, wir hatten, als TripAdvisor losging, konnten Sie zum Beispiel Brokers unseren mit unter 20 Bewertungen, da waren Sie jetzt im Top 10. Ja? Dann hatten wir 100 Bewertungen, wow, mittlerweile sind wir auch ein paar hundert Bewertungen, um überhaupt in dieses Ranking reinzukommen. Wir gehen also zurück. Möglichkeit, wir können daran arbeiten, die Bewertungen besser zu werden, um die Rate steigern zu können. Oder wir können die Rate senken, die Bewertungen werden besser und natürlich, was würden wir da machen? Habe ich vergessen, die Slide, tut mir leid, dann wird mir der Rad wieder hochfahren. Ja? Und das bedeutet auch, es ist nicht statisch, es ist dynamisch. Sprich, ich muss gucken, dass ich monatlich mindestens das Zeug monitore. Positionierung ist nicht wie früher einmal ein Businessplan, Strategie, 3-Jahresplan, sondern es ist jeden Monat, dass ich auf das Zeug gucke. Und darum sind so Tools wie TrustYou eben gut, weil es TrustYou-Werbeveranstaltung ist woanders. Ja? Aber das ist zum Beispiel gut, weil ich mein Mitbewerber-Set und mich angucken kann und weil die mir die Arbeit abnehmen, diese Daten zu sammeln. Ich gucke halt einmal die Woche auf den Report drauf und ich setze mir Warnungen, wenn jemand was Schlechtes oder was besonders Gutes schreibt, dass ich das gleich sehe, damit ich nicht suchen muss, sondern dass die Information sich findet. Große Schwierigkeit, was ist jetzt so ein Indexpunkt wert? Es gibt eine Rechenmethode, die versucht wird. Aber achten wir zum Versuchsstadium. Das ist das, was Sie vorher erzählt haben. Sie nehmen die Differenz im Preis und die Differenz in Punkten von allen Mitbewerbern. Und wenn die normal verteilt sind, dann kann man die mitteln. Und dann kann man sagen, ein Punkt ist ein Schritt so und so viel wert nach oben oder nach unten. Das ist eine Erprobung. Es ist schwierig. Es gibt noch keinen Punkt, wo heißt, ein Punkt besser kann man so viel hoch bewerten. Warum ist es so schwierig? Schwierig ist es, weil die Bewertung an sich immer in Relation zu sehen ist, wie sind Ihre Mitbewerber bewertet. Wir können nicht sagen, ein Hotel mit 8,4 ist gut und kann immer 300 Franken die Nacht verlangen. Weil wir wissen nicht, haben vielleicht alle anderen Hotels 9,1, 8,9 oder sind die aber irgendwo bei 7,9 und 8,1. Also wir wissen nicht, wie gut ist in der Relation das Ganze. Und deshalb, wenn man den Punkt bewerten will, muss man immer angucken, was ist der Preisunterschied zu den Mitbewerbern und was ist der Bewertungsunterschied auf dem Index zu den Mitbewerbern? Und das ist ganz blöd manchmal. Also wir basteln seit über einem Jahr mit dem Zeug rum. Manchmal kommt man auch drauf, dass alle vier Mitbewerber 8,8, 8,8, 8,7, 8,9 sind. Dann wird es schwierig. Also rum ist es ein Versuchsstadium. Wichtig ist aber vom Hinterkopf her, muss immer in Relation der Mitbewerber und Relation zum Marktplatz sein. 8,4 kann super sein, wenn alle anderen schlechter sind. 8,4 kann super sein, wenn alle besser sind. Machst du das in allen Portalen oder machst du es immer nur mit Booking.com oder? Die Bewertung oder die Preise? Ja. In der Regel machen wir einen Schritt. Entweder wenn Tools da sind, ich glaube, das war eine Kaffeepause. Ich verzeihe Ihnen, weil wir brauchen alle Kaffee nach diesen 2 Stunden. Dankeschön. Das heißt, ich verzeihe, ich bin Ihnen dankbar, so wollte ich sagen. Wie arrogant ist das denn, Frau Spitz, das tut mir leid. Also, in der Regel mit 2 Sorten entweder wir mitteln das über verschiedene Portale, dann haben wir die 5 wichtigsten. Übrigens eins davon immer auf die Webseite der Kollegen. Oder wir haben Reports, dann nehmen wir den Mittelwert, dann Rate Shopping Report zum Beispiel, so was ich Market Wish oder Rate 360, das heißt von Travel Click. Nehmen wir einfach den Mittelwert aus dem Report raus. Wenn wir es von Hand ziehen müssen, nehmen wir einfach die wichtigsten Berufsportale. Relevante Portale, die 2, die immer dabei sind, booking.com und die Hotel-eigene Webseite. Also wie orten wir Relevanz? Volumen. Der mehr Buchungen bringt, rutscht nach oben auf die Liste.
die, und dann kriegt man diese, bei der Bewertung, wenn man gar nichts anderes rauskriegt, wenn man gar kein Tool hat, dann ist Trivago nicht so ganz verkehrt in dem Bereich. Weil ich hier einen Indexwert von 1 bis 100 habe, wo aber verschiedene sind wir gerade Segmina. Also hier ist es 76, und dann seht ihr, schön. Dann sehe ich, dass die Hotelbewertung über verschiedene Portale zusammengezogen wurde und auf diesen Indexwert bewertet wurde. Also wenn ich kein Tool habe, dann ist die Vago als Gratis-Tool besser. Aber wenn ich ein Tool habe, ReviewPro, TrustYou, Hotel-Navigator, nehmen wir es eigentlich von dort. Jetzt kommt die spannende Geschichte. Ein Punkt hat einen gewissen Wert. Und der Aufwand, einen Punkt besser zu werden, muss man gucken. Wenn zum Beispiel alle über mein Frühstücksbuffet meckern, muss ich gucken, wie viel Geld muss ich mehr ins Frühstücksbuffet oder wie viel Aufmerksamkeit manchmal mehr da reinstecken, damit das besser wird. Und schon geht die Sache hoch. Und sie muss dann probieren. Und ich kann dann nur schätzen, was kostet es mich, diesen Punkt besser zu machen. Ich weiß aber eine Sache ganz sicher. Wir springen mal. Es ist viel teurer, einen Stern mehr zu bekommen, als so einen 0,1 Zettel aufzugeben. Insbesondere 3 auf 4 Sterne, 4 auf 5 Sterne. Das sind gewaltige Kosten. Und ich weiß nicht genau, wie groß die Zahlen sind, aber mein Bauchgefühl, mein Kopfgefühl und alle Kollegen, mit denen wir diesem Thema arbeiten, bestätigen uns darin, dass es viel günstiger ist, die Bewertungen hochzubringen, als die Anzahl Sterne zu erhöhen. Und das ist der Punkt, wo man einfach überlegen muss, ist es noch zeitgemäß, von mir ist bewusst als Frage, ist es noch zeitgemäß, so eine Region, diese Sterne aufzubauen? Oder sollte ich nicht mindestens die gleiche Aufmerksamkeit in die Online-Reviews stecken? Andersrum gesagt, wenn ich Sterne an die Türe schraube und mir diesen Audit unterziehe und wenn ich Kuhwerber an die Türe gebe, das sind alles gute Programme. Aber ich kann doch nicht sagen, ich habe keine Zeit für Online-Reviews und die regelmäßig zu monitoren, werde ich diesen ganzen traditionellen Offline, das hätte ich beinahe Quatsch gesagt, wenn ich diesen ganzen traditionellen Offline-Zeugs mache, da habe ich ja auch Zeit und Geld dafür. Wenn der Einfluss so klar belegbar ist und wenn die Kosten so viel effizienter sind als in dem anderen Bereich, kann ich nicht sagen, ich mache das uneffizienter, einfach weil es die letzten 30 Jahre da war und lasse das andere weg, weil ich keine Zeit und kein Geld dafür habe. Da muss man anfangen, oder da sollten wir als Branche anfangen, umzudenken. Und das ist einfacher gesagt als getan. Wir haben eine Familie auch, jetzt noch 3 Hotels. Der Abschluss ist mein Onkel in Deutschland. Er hat 4 Zimmer und 4 Sterne. Das lohnt sich überhaupt nicht. Na gut, er fand es lustig. Also Architekt und kein Hotelier. Aber es ist irgendwie so völliger Quatsch. Es ist wirklich völliger Quatsch. Wie er die 4 Sterne kriegt, das wird uns auch ein Rätsel. Nach den Kriterien, die ich kenne, die jetzt ja auch international eingehen, hätte ich ihm keine gegeben. Aber auf alle Fälle, da müssen wir einfach hingucken und müssen wirklich sagen, wenn wir die Sterne machen, ich will nicht sagen, Sterne sind wichtig, die Sterne sind für das Spiel bei der Positionierung noch. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, Sterne können auch ein Handicap sein. Es gibt Betriebe, die haben bewusst auf den 5. Stern verzichtet. Die gehören nicht mit Kipp oder Herrn Straumann oder Herrn Schmidt-Heini oder so. Ja, das ist eine andere Art von Betriebsführung. Aber es gibt Betriebe, und ganz populär war zum Beispiel das Interconti, Berlin hat den 5. Stern 2009 zurückgegeben. Hat bei Interconti nicht für Freude gesorgt. Aber die haben gesagt, hier, wir haben unsere ganzen Corporate-Gäste, buchen uns nicht mehr. Wir sind jetzt 4-Sterne-Hotel. In München, eines der erfolgreichsten Hotels, gehört einem Pharmafabrikanten, weil der Pharmakodex draußen ist und die Schwierigkeiten haben, 5 Sterne zu buchen, also können schon, aber sie müssen wahnsinnig viel erklären, hat er ein 5-Sterne-Hotel gebaut und hat einfach nur sich als 4-Sterne klassifizieren lassen, obwohl das alles hat, Wellnessbereich, Küche, Roomservice, 24 Stunden, alles da, was ein 5-Sterne-Hotel braucht, hat aber nur 4 Sterne, weil er sagt, da können meine Kunden ohne Probleme in die Dinge machen. Also wir müssen einfach dort anpassen und den
muss ich einfach machen, diese Superior-Kategorien, wir müssen uns zumindest die Frage stellen, wie weit die Gäste das überhaupt noch wahrnehmen. Das hatten wir schon gesehen. Ich würde gerne kurz zusammenfassen. Erstens, im Social Media haben Online-Reviews eine Auswirkung auf das Buchungsvolumen und auf die Positionierung. Auf das Buchungsvolumen, dadurch, dass sie das Ranking beeinflussen bei den Online-Portalen. Auf die Positionierung, dadurch, dass sie das Preis-Leistungs-Empfindung des Gastes beeinflussen. Und zwar dieses Gastes, dieser über 50%, die Research online betreiben. Egal, wo die nachher buchen. Weil die gehen rein, gucken sich die Preise und die Bewertungen online an. Zweitens, wenn dieser Zusammenhang besteht, Positionierung und Online-Review, dann gibt es auch in die andere Richtung den Zusammenhang zwischen Bewertung, Positionierung und der Rate im angebotenen Preis. Und dann, wenn das auch so ist, dann lohnt es sich, dort wirklich reinzuschneiden und zu gucken, wie bin ich positioniert, wie viel Geld kann ich dafür nehmen. Beziehungsweise die meisten von uns beim ersten Blick, es ist nicht immer so, dass man reinguckt und Montana-mäßig sagt, jo, wie wir erwartet haben. Nummer eins, es gibt ganz viele Betriebe, auch bei unseren Kunden, wo bei der ersten Analyse vielleicht nicht ganz das rausgekommen ist. Übrigens eine tolle Sache auch für die Direktoren mit den Kaderteams. Sensationell. Gebt mal euren Abteilungsleitern, sagt einfach, hier sind die Mitbewerber. Sagt mal, wer von denen ist besser, wer von denen ist schlechter, wer glaubt ihr ist teurer, wer glaubt ihr ist günstiger. Also baut man diese Positionierung so, wie ihr glaubt, dass es ist. Dann hat man so das Eigenbild. Und dann nimmt man das Online-Bild mit den Gäste-Reviews als Fremdbild von den Gästen. Und dann legt man die beiden übereinander. Dann hat man sofort diese ganzen klassischen Gap-Modelle oder Missverständnisse. Hochspannend. Und das Zweite ist, wenn ich es mache, also der Zusammenhang besteht, es lohnt sich dort was zu machen, ich kann dort arbeiten. Und zwar entweder auf der Bewertungsachse oder auf der Preisachse, weil die Preisachse die schnellere ist. Und jetzt kommt die zweite Sache, es ist nicht statisch. Ich muss ranbleiben. Und dann der letzte kleine Seitenhieb Richtung Swiss oder Richtung Gastro Swiss oder Richtung Dehoga Deutschland oder IHA und wie sie alle heißen. In Österreich weiß ich die Abkürzung nicht mal. Sterne sind teuer, Bewertungen sind deutlich günstiger und ich sage nicht auf Sterne verzichten, zumindest nicht für alle Betriebe der Schweiz. Es ist immer noch ein Orientierungsmaßstab, vor allem für jedes Segment. Aber wenn ich auf den Sternen so viel Geld und Zeit investiere, dann sollte ich anfangen, auch mit dem Online-Service zu arbeiten. Und im Zweifelsfall, damit möchte ich schließen, hier sitzen so viele Studierende, die das jetzt zumindest so weit mitgenommen haben, dass sie so gut zeichnen können, dann holen sich die Praktikanten von der Hotelfachschule. Dann soll der ihnen das Zeug machen, hinlegen. Ja, sie müssen ja als Chef Gott sei Dank nicht immer alles selber machen. Dann setzen sie an den dran, hier diese Reports zu machen, werden immer in Frankfurt hat nicht immer eine Trainee-Stelle, die hat nur Reports gemacht. Wir hatten nur zwei Trainees und der besser war, Excel von den beiden, das war der Report-Training, so intern. Und der hat dann einfach Analysen gemacht, bis zum Umfallen, Grafiken vorbereitet und ich so Positionierungsmatrixen und hat das den anderen einmal zugearbeitet. Weil das können wir das kann jeder nach zwei Stunden. Und dann schauen sie es jeden Monat an, zusammen mit den Gästen bewerten. Und neben all dem, vergessen wir nicht, am Ende haben Gott sei Dank die Hotels, die die beste Produktqualität liefern, auch im Internet die besten Bewertungen. Es kommt nicht vor, dass das Superhotel mit der Superdienstleistung, mit freundlichen Mitarbeitern, mit leckerem Essen, wo alles stimmt, ganz schlecht rauskommt bei den Online-Bewertungen. Ganz im Gegenteil. Insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir haben noch 10 Minuten für Fragen. Ansonsten gehen wir in die Sonne zum Kaffee. Das ist sehr freundlich, aber haben Sie Fragen? Möchten Sie raus an die frische Luft? Also, dann gehen wir doch raus an die frische Luft und wenn jemand Fragen hat, können wir uns